Ich wollte gerade sagen, wir haben gar keinen Ton. Wir haben gerade Pizza bestellt. Yummy. Ich bin mal gespannt, was der Pizzamann von hier kann. Also ich habe diese Pepperoni-Wurst-Gedöns noch nicht gegessen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Pepperoni-Wurst. Noch ein Freund für mich. Also der kann also eigentlich die Pizzen, die ich bisher gegessen habe, außer die, wo Artischocken drauf sind. Die Artischocken. Die Artischocken. Außer da, wo Artischocken drauf sind. Die sind ganz gut. Ich mag Artischocken so nicht so. Ich auch nicht. Nur waren halt aus Versehen welche drauf. Ich bin, was Pizza angeht, sowieso sehr wählerisch. Da muss Wurst drauf. Wurst? Bei einem Studium haben wir immer eine Pizza bestellt in unserer Studentenkneipe. Die war direkt auf dem Campus, die Campuskneipe. Mhm. Die hieß Plan B. Ey, super Name. Oha. Ey, wir könnten jetzt lernen. Oder Plan B. Jawohl, Plan B. da haben wir immer eine Pizza Fleisch bestellt. Fleisch? Mit Salami, Schinken und Speck. Hauptsache Fleisch. Hauptsache Fleisch. Ich habe ja einen Freund verloren. Warum das denn? Jetzt schießen die schon so wenig auf uns, ne? Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Ja, bestimmt. Hoffentlich. Nein, ich will die Dinge da haben, die Glocke. Da ist ein Freund drin. So, Freund habe ich. Und Blase. Freund ist schon wieder weg. Direkt verloren. Aber ein Freund. Dankeschön. Bisschen Energie hier auffrischen. Herzen gibt's meistens, wenn du irgendwelche Gegner auf dem Boden zerstörst. Böden! Böden! Was ist das schon hier? Ja, Böden. Ich bin vorhin an einer Ortschaft vorbeigefahren, die heißt Neunkirchen. Ja. Die gibt's auch bei mir in der Nähe. Ach so. Da fühlt sich doch direkt wie zu Hause. Da musste ich über Umwege mal wieder, über drei Ecken, musste ich an Saarbrücken denken. Und dann wieder an die Oma, die bei der Polizei anruft. Gewitter! In Saarbrücken! Nein! An Saarbrücken vorbei! In Saarbrücken! Nein! Nein! Ich wollte die Glocke haben! Ich seh grad, dass es ziemlich stark ausstößt. Nicht zu laut für dein Mikrofon. Nein, bist du nicht. Das ist schon okay so. Und bei der Oma darf das ruhig ausschlagen. Saarbrücken, da kommt ein Freund runter. Da ist ein Freund. Ja. Also neben mir noch einen. Den Dennis. Das hört sich falsch an. Ja. Guck mal, ich habe drei Freunde. Ich habe einen. Nein, die will ich nicht. Ach genau. Die Seite von der Scheiße. Ah, das war die Scheiße. Die Seite von der Scheiße. Ein Schild. Willst du ein Schild? Du musst dich beeilen. Schon wieder eins kaputt gemacht. Ja, aber... Besser, ja, ist besser so. Ja, das sind die Bomben, die einschlagen übrigens. Auf deiner Seite sind wieder so die komischen... An der Mummen, ne? Die versuchen... abzuschießen. Da kommt ab und zu, wie jetzt auch in dem Fall, mein Herz raus. Oh ja. Na, lupf die Nase. Ja. In dem Spiel ist es halb so wild, weil du kannst einfach prinzipiell stehen bleiben und kannst weiter nach vorne schießen. Und den einen oder anderen Schuss musst du ausweichen, aber ansonsten. Gedunk. Dude. Dude. Ausrufezeichen. Das muss dahin, sonst funktioniert's nicht. Ach ne, jetzt kommt ja erst die hier. Ich hab vier, ich fang mal an. Gut. Vielleicht schaffen wir es sogar über den kritischen Bereich raus. Ja, sieht so aus. Kommt es nur noch von links. Ich kann gar nicht machen, ich muss einfach nur stehen bleiben. Manchmal ist stehen bleiben auch einfach besser. Ja. Wie bei so Rennspielen auch, ne? Wer bremst, verliert, ist nicht immer falsch. Guck mal, das zwei Freunde. Jetzt habe ich auch nur noch zwei. Weil du mir einen weggenommen hast. Ist doch gar nicht wahr. Ist doch halb so wild. Denk dran, Laser und Blitzgedönse und. Ach jo. Überhaupt. Wenn überhaupt. Nein, ich habe einen Teil von meinem Schiff verloren. Wenn du weiter nach hinten kommst, ist ja mehr Platz im Aufwand. Und dann sind meine Dinger nicht mehr so perfekt positioniert. Das
sauschwer, oder? Ja, total. Hast du dich überhaupt bewegt jetzt in dem Kampf schon mal? Also abgesehen von ein bisschen links und rechts. Anfangs, aber dann zum Ende her gar nicht mehr. Ich sehe schon, dir gefällt die Musik total. Ja. Und dann suchst du noch bei Google nach dem Soundtrack. Könnte ich kommen. Also morgen vielleicht, heute Abend nicht mehr. Wann wolltest du eigentlich die Segel streichen für heute? Bis die Pizza kommt, ist es, ne? 10. Vermutlich. Einsammeln! Einsammeln! Wie schießen! Flieg! Wo bin ich denn? Sammel ein! Schon wieder nicht. Ach so. Hast mich geschmissen. Penner. Ein bisschen. Ein bisschen! Ja, das haben wir schon gesehen. Ah. Willkommen in China! Mal wieder! Also ich würde das Spiel eigentlich schon ganz gerne durchspielen. Aber wenn, schon. Ja. Wir waren gerade eben bei 4 von 7. Und das bei mittlerem Schwierigkeitsgrad. Beim ersten Versuch. Kämen freuen, aber dann will ich nicht. Ich habe gerne ein Schild. Das kommt bei mir ist ein Schild. Kannst du einsammeln? Du hast nur ein rosa Schild. Rosa heißt. Ja. Nee, nicht so geil. Ein Treffer, dann wär's weg. Hallo. Oh ja. Pink. Fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht so viele SNES-Spiele gespielt. Wie viele? Proof Troop? Mit mir? Ja. Ich habe noch nicht mal Super Mario World gespielt. Ja, das kommt ja erst in der Reihe. Ich gehe immer davon aus, dass du auch Lost Levels 2, 3, 3 könnten wir zusammen spielen. Vielleicht irgendwann mal wieder so. Wenn wir es uns jetzt vornehmen, klappt es in 3 Jahren. Also, Super Mario Land World Bros. 2. Alle durch jetzt. Ja, Galaxy hätten wir noch und Sunshine. Also, Bros. 2 käme eigentlich bald. Oh, ich sitze an der Quelle. Ich erfahre es noch vor allen anderen. Weil du bist ja erst noch geschnitten werden und hochladen. Das spiele ich ja momentan, genau. Mario Land 1. Super Mario Land 3. Oder so. Das ist Super Mario Land 3. Mario Land 1. Das ist der Untertitel. Auf Untertitel gebe ich nichts. Das sieht man ja an dem Spiel hier, sonst hätte ich das nicht. Schön. Das war sehr gut ausgereicht. Was kommt schon? Ich wollte. Ach, das kann ich ja jetzt mal erzählen, einfach mal so. Ja, gerne. Ich habe jetzt eine gute Stunde gelabert, jetzt kannst du auch mal ran. Nach Wario Land wollte ich ganz gerne Bastion spielen, beziehungsweise Bastion! und danach käme eigentlich Super Mario Bros. 2 dran. Und da habe ich voll Schiss vor, weil es halt total anders ist. Legend of Zelda 2 ist auch anders. Zelda kann ich eh nicht. Castlevania ist anders. Castlevania 2. Pop und Twin wie zwei sind das. Simon's Quest. This game sucks. Oh ja. Ich find's gar nicht mal so. Ich oute mich da jetzt vielleicht, aber ich find's gar nicht mal so schlecht. Das ist mein Ernst. Voller Ernst. Dennis hat's, glaube ich, schon durchgespielt. Ich auch. Auf ja. Arbeit. Ich hab mir eigentlich auch keinen verraten, aber ich arbeite ja nicht mit. Hätte ich jetzt auch nicht verraten sollen. Ist schon lange, ja, ganz lange. Wissen die, was du auf der Arbeit machst? Also wissen die, was du. Also, was du privat machst. So. Bestimmt. Bestimmt. Bei mir wissen es nur ein paar Leute. Achso, was ich so in meiner Freizeit am PC und so mache. Nee, das nicht. Okay, aber bei mir wissen es nur ein paar Leute. Sie wissen, dass ich ein elendiger Zocker bin. Ein elendiger Sammelfreak. Morgen knacke ich übrigens die 300. PS3-Spiele. Alten! Guckt sie ganz langsam und ungläubig auf ihr Regal. Da stehen vielleicht maximal 40. Maximal. Ich hab noch ein paar. Willst du abkaufen? Nee. Zum Freundespreis bestimmt. Ja. Nur 16 Euro Spiel. Nein. Für so ein FIFA. Nein, FIFA 2009. FIFA kriegst du für. Das kriegst du für. Das hab ich gar nicht. Doch, hab ich sehr wohl. Stimmt. Hab ich doppelt. Hast du einen FIFA-Teil? Ich hab fast alle FIFA-Teile. Nee, ich will den nicht haben. Nehm ich dir einen ab. Ja. Nee, ich hab fast alle FIFA-Teile. Bis auf 14 und 15.
Aber nie gespielt. Die stehen einfach rum. Einfach gesammelt und so, gut so ist. Einfach. Weil es in die Sammlung reingehört. Das ist einfach. Gibt's auch bestimmt voll die beschissenen Trophäen zu holen. 90% kannst du davon nicht mehr holen. Weil die Server abgeschaltet wurden. Vor allem von FIFA 2008. Das wurde ja schon von FIFA, von NHL. Eishockey. Ja. 2010 oder 11 wurden ja auch schon die Server abgeschaltet. Ich muss ja auch fünf Jahre her. Jawohl, du musst ja bedenken, die Jahreszahlen kommen ja immer für das Spiel im darauffolgenden Jahr aus. Also jetzt käme FIFA 16. Tut. Ein schöner Klingelton, ne? Die Musik da, komm mal her, ich hab ein bisschen Stoff. Hauptsache nochmal vorher schön in den Gegner reinfliegen. Muss ich auch lohnen. Ich meine, du machst es mit Ernst. Ach. Ja, wenn ich mir das so angucke, ja, machst du tatsächlich. Nein! Mit Ernst vor allem. Nicht mit Absicht, nein, mit Ernst. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist heute 3 Jahre alt. Könntest du ein Schild einsammeln oder sowas? Falls ich hier eins produziere, kriegst du eins. Hier ist ein Freund, den kannst du auch einsammeln. Ich übernehme deine Glocke hier. Dann jetzt kommen wieder die Heuschrecken. Ja. Wow. Nicht gut. Nö, egal. Aber ich wollte noch was zu den Schüssen verlieren. Das ist ähnlich wie bei Mega Man. Da ist ein Schild. Vielleicht? Rechts? Noch ein Schild? Ja, jetzt auch. Mit den Schüssen, das ist ähnlich wie bei Mega Man. Ich glaube, mehr als 3 von der gleichen Sorte passen nicht auf den Bildschirm. Den haben wir jetzt schlecht zerschossen. Bleibt er jetzt noch stehen? Er bleibt stehen. Echt? Er hat seine Kniegelenke verloren. Wie soll denn der noch laufen? Nein, ich bin abgestürzt. Und zurück? Nein. Ich will nicht sterben. Dann müssen wir uns bei ihm kaputt machen. Essen? Ich boxe einfach weg. Wie so langsam? Du bist abgestürzt. Komm mal her. Oh, ey. Du bist zweimal? Zweimal. Bislang zweimal. Wir sind schon wieder da, wo wir vorhin waren. Es ist halb so wild. Ja. Und wir waren noch nicht Game Over. Stimmt. Ich glaube, man hat auch hier auf dem Schwierigkeitsgrad 3 Game Over. Statt nur. Also, continue. Ja. Statt nur einem. Eine blaue Glocke. Nimm alle Glocken. Ja, orange ist ja nicht so prickelnd. Nimm. Nein, ich möchte aber meinen Highscore will ich aber aufschreiben. Das kannst du gerne machen. Nein. Wenn die von gerade eben nochmal knacken, weil da haben wir ja auf höherem Schwierigkeitsgrad gespielt, da gibt es natürlich mehr Punkte. Sagt das mal nicht. Also, natürlich. Das meint. Da gibt es mehr Punkte. Aber es gibt das manche Spiele, da ist es einfach genauso viel. Silver Surfer. Gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Also, es gibt einen. Bock schwer. Kacken, dreist. Kommt nur blau. Ja, auf zu schießen, da ist nur blau. Weg. Das hast du aber nicht kaputt gemacht. Ich hab sie selbst nach oben geschossen. Freund? Was denn erreicht? Pointy! Ich hab da immer Blinky verstanden, Freunde. Wir können ja mal gerne genauer hinhören. Pointy! Pointy, was ist ein Pointy, bitte? Blinky hat zumindest mal noch so ein bisschen. Blinky, so heißt der eine Geist von Dingen. Inky. Inky, Pinky, Blinky und Ike.